Wie macht man einen Inside Delay? Wie beim Toe Delay stoppt man den Böllen, aber das mal auf der Innenseite vom Fuß. Krümmt eure Zehen in Richtung Schuhsohle, um die Oberfläche zu glätten, wo der Böllen drauf landen soll. Beugt beide Knie und macht einen geraden Rücken. Jetzt lasst den Böllen über eurem Fuß fallen und geht langsam mit dem Böllen mit nach oben, bis ihr auf eurem Fuß landet.